Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir eine Art Salami mit Wurst. Dazu brauchen wir 1 Kilogramm Schweinenacken. Den tue ich jetzt in Streifen schneiden. So, das habe ich jetzt nochmal klein gewürfelt. Und da wiege ich das mal ab. Das ist fast 1 Kilogramm. Den Rest fülle ich dann noch auf mit 450 Gramm Rückespeck. Das Fleisch sollte auch immer kühl gehalten werden. So, da habe ich noch selbstgemachter Knoblauch. Gibt es ein Video davon. Da benutze ich 3 Zehe, der würfel ich klein. Därme benutze ich 37-40er. Rinderkranzdarm. Und die tue ich so 20 Minuten vorher, tue ich die mit ein bisschen Salz in lauwarmes Wasser einweichen. Dazu benutze ich 25 Gramm Pökelsalz. 3 Gramm gestoßener Kümmel und 2 Gramm Ingwer, 5 Gramm Zucker und 5 Gramm Pfeffer. Mehr kommt da gar nicht rein und das stelle ich euch nochmal genau in die Infobox rein. Ja, das Ganze wird nochmal gut vermischt, dass ich keine Gewürznester bilde. Und hier habe ich den Fleischwolf von Beckethal. Der ist eigentlich sehr günstig, aber auch ziemlich gut. Also ich bin sehr zufrieden mit. Tolles Teil. Der zieht es ruckzuck, zieht er das weg. Das Ganze müsst ihr jetzt nochmal ganz gut vermengen, dass das eine gute Bindung kriegt. 4-5 Minuten dauert es schon, bis das gut durchgemengt ist. Danach formen wir zu Balle und schmeißen das in unseren Wurstfüller rein. Der Wurstfüller ist von Werdes, ist auch baugleich mit dem Beckethal, nur ist ein kleiner Tick noch besser. Ist sehr standhaft, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt einen 5 Liter geholt, kauft euch gleich einen 10 Liter, wenn ihr ein bisschen was macht. Aber ansonsten bekomme ich 4,5 Kilos rein, ist ein super Teil. Also wie gesagt, der ist sehr standhaft, eine Stahlkurbel an der Seite, was dann halt der Beckethal nicht hat. Er ist auch nochmal um die 20 Euro billiger wie dieser von Beckethal. Also der Beckethal ist natürlich genauso gut, da will ich ja nichts drüber sagen. So, die Därme haben wir ja eingeweicht, das ist ein Rinderkranzdarm, 37,40. Dann ziehen wir mal drauf und dann lassen wir mal die Mettwurst-Salami mal durch. Wie gesagt, ich habe sie jetzt mal so benannt und das schmeckt furchtbar gut. Die Mettwürste macht man ja auch in die Suppe rein, tut sie mit erwärmen und so kann man das auch mit dieser Große machen. Und kann man dann auch als Salami benutzen. Ich habe jetzt 2 Würste rausgekriegt von 1,5 Kilo. Das reicht mir auch. Das Brett ist auch ohne Stadterkultur. Was ich da drin habe als Stadterkultur ist Zucker. 5 Gramm Zucker. Ich meine, ich hätte es erwähnt am Anfang. Salz, Pfeffer, Zucker. Und dann wird das wirklich klasse. Mit Knoblauch. Wenn diese Wurst soweit durch ist, dann bringe ich die jetzt runter in den Keller. Ich habe ungefähr 21 Grad. Also so sieht sie jetzt aus. Und sind schön stramm gefüllt. Die lasse ich jetzt mal so für 3 Tage hier hängen. Das ist jetzt ein Tag danach. Seht ihr schon, das ist schön gerötet. Fleisch würde ich empfehlen, ist ein bisschen fett geworden. Nur 350 Gramm Rückespeck zu nehmen, dann wäre das dann vielleicht perfekt. Aber das kommt auf euch an, wie ihr das gern habt. Also ich habe sie gern ein bisschen fetter. Und ich mache dann immer ein bisschen ein Handtuch drüber. Immer so 2-3 Mal am Tag, wenn ich Zeit habe, sprühe ich die ein. Und die bleiben jetzt 3 Tage bei 21 Grad. Ich habe auch ein bisschen Luftfeuchtigkeit, da ist ein Loch, kommt Frischluft rein. Also eigentlich ganz gut hier. Ja, nach den 3 Tagen kommen die raus ins Kühle. Das hat so ungefähr 15, 16 Grad. Also sollte auch nicht weniger wie 15 Grad sein. Jedenfalls mal für Salamis. Ich habe da gerade nochmal mit meinem Opa gesprochen, der hat dann gemeint, mach's doch so wie früher, geh hin und häng die mal über einen Eimer. Wir haben das ganz früher auch so gemacht, haben einfach einen Eimer, ein bisschen Wasser gemacht und haben sie da drüber gehangen und haben das zugedeckt mit Handtuch. Und sobald ihr eine Box, egal welche Box, zudeckt, dann bekommt eure Würste automatisch die Luftfeuchtigkeit. Natürlich sollte man das dann immer mal offen machen, dass auch ein bisschen Luftzug drankommt. Habe ich jetzt mal ausprobiert. Und ich muss sagen, ist auch eigentlich ganz gut geworden. So sehen die Würste dann nach 5-6 Tagen aus. Ist praktisch wie eine Mettwurst gereift. Und ich möchte sie halt jetzt noch ein ganz klein bisschen anräuchern. Nur, dass es mal so ganz leichter Rauchgeschmack habe. Dafür lasse ich die mal so nochmal 2-3 Stunden lasse ich die mal durch, dass sie so ganz leicht angeräuchert sind. Ich habe ja mehrere Räuchergeräte und heute benutze ich mal wieder meinen geliebten alten Räuchertonne. Das sieht aus wie so ein Ofenrohr und das ist also wirklich ein super Teil. Da hänge ich die jetzt mal rein. Wichtig ist, dass die nicht an der Seite anstoße. Dann gibt es dann Flecke,
die nicht geräuchert sind. Ich habe jetzt nicht lang geräuchert, waren vielleicht 2 Stunden. Ich wollte halt nur ein bisschen Geschmack. Wie ihr seht, oben ist ein Küchentuch noch drauf, ein Deckel mit Stein belegt. Der Deckel habe ich ja auch so 1,5 cm auf und das lege ich ja immer noch drauf, das Küchentuch. Das ist deswegen, dass da nichts ins Räuchergut reintropft. Ein bisschen Feuchtigkeit hat man ja immer. So, da kommen wir mal zum Räuchern. Also ich benutze jetzt hier Goldspan, das 0,1 bis 0,4 mm. Das ist ganz, ganz fein und das ist sehr gut für Kaltrauch zu erzeugen. Wie ihr sehen könnt, ich benutze da immer so ein Fläschchen, kann man auch so eine Unterbergflasche nehmen. Das stelle ich dann immer in meinen Räucherkasten rein, gibt das Räuchermehl dazu, drückt es eigentlich ziemlich fest an. Aus dem Grund, umso fester ich das drücke, umso langsamer brennt es ab, umso kälter der Rauch. Umgekehrt natürlich, wenn ihr das zu leicht drückt, dann kann es passieren, dass vielleicht noch ein Luftzug kommt oder irgendwas und es brennt innerhalb von einer Stunde ab. Normal halt so ein Fach, bei mir jetzt 3 Stunden. Und wie gesagt, wenn sich das entfacht, kann das dann natürlich in die Hose gehen und es brennt dann innerhalb von einer Stunde weg. Und dann hast du natürlich auch eine riesige Temperatur. Da geht immer ganz schnell über 30 Grad und deswegen mache ich das so. Die Flasche stelle ich nochmal extra rein, damit das Räuchermehl einen Zug kriegt beim Anzünden. Beim Anzünden benutze ich Melissengeist, der hat 90% Ethanol und 80% Alkohol so darum. Und das geht wunderbar. Einmal ein Tropfen, zwei rein und einmal ganz kurz angesteckt und schon flammt es weg. So wie man sehen kann, das dampft da schön. Das lasse ich dann anfangs, lasse das ein bisschen draus stehen noch, dass es schön dampft und dann wird das hier reingeschoben. Und dann kann das mal so 3 Stunden qualmen. Es hält 3 Stunden. Ich habe aber mehrere Fächer. Ich habe 4 Stück. Ich habe auch 4 Räucherofen von denen. Und dann kann ich immer, wenn das leer wäre, kann ich dann immer ruckzuck auswechseln. Das ist kein Problem. Ich lasse dann anfangs immer so ein kleiner Schlitz auf. Oben natürlich auch. Und ja, so sieht's aus. Wie ihr seht, es qualmt schön. Ihr könnt das mal schön vor sich hin qualmen. Diesmal möchte ich ja nur 1 Stunde, 2 räuchern, dass es so ein bisschen leichter Rauchgeschmack kriegt und es reicht auch. Dann kommen wir zum Anschnitt. Also so sieht es aus. Es ist jetzt schon ein bisschen speckig, deswegen habe ich gesagt, vielleicht keine 450 Gramm Speck nehme, dann eben nur vielleicht 350 Gramm. Machen wir mal einen kleinen Anschnitt und mal gucken, wie sie innen aussieht. Also es sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Toller Anschnitt, kein Reiferand und die ist auch jetzt schön fest. Also man kann sie jetzt auch als Salami essen oder halt, wie gesagt, man kann sie in die Suppe reinmachen. Ist sehr lecker. Ja, dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius und ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Tschüss.